ist es, was ich neue Kybernetik nenne. Was siehst du denn da? Eduard Gluck, ein Gehirnforscher. Eduard Gluck. Ich habe ein Problem. Wehr dich doch mal! Ich bin ein Mensch ohne Glauben. Klopfen hat sich erledigt, aber Sie können mir gerne sagen, wer Sie sind. Ich? Hallo, ich. Ich bin Eduard. Helene. Ist das Ihr Name? Nee, den habe ich mir gerade ausgedacht. Natürlich ist das mein Name. Als ich klein war, habe ich jede Nacht gebetet, dass Gott mir ein Fahrrad schenkt. Und irgendwann wurde mir klar, dass das mit Gott so nicht läuft. Also habe ich mir ein Fahrrad geklaut. Und danach um Vergebung gebetet. Kommst du zurecht allein zu Hause? Natürlich. Gut. Wann und an welchem Ort warst du das letzte Mal richtig glücklich? Ich meine so richtig im Hier und Jetzt. Gleißendes Glück, kein Ende in Sicht. Darf ich etwas tun, was ich gern tun möchte? Weißt du, es ist schön, dass wir uns begegnet sind. Liebe Helene, es tut mir leid, dass ich in Hamburg so rücksichtslos war. Ich kann die Kybernetik auf jeden Menschen anwenden, nur nicht auf mich selbst. Eduard, 18 Tage Eduard, den lieber Eduard, befummelt meine Frau auf der Straße, Eduard. Ich hoffe, es geht dir gut und du bist glücklich, Helene. Schreib mir, wenn du es nicht bist. Du bist dein eigenes Universum und dein eigenes Glück. Du bist frei und du warst es schon immer.